Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Alles klar. Das ist wichtig. Ich habe einen Gärtner. Man muss ja irgendwas finden, wo man überlegen ist, den anderen, ne? Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyog angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Also auch hier Arena in Anführungsstrich, das ist wirklich nicht mehr als eine Grube, ne? Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Alles klar, sehr gerne. Aber erstmal das wir klären, das Geschäftliche. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Also, ich will ja nichts sagen, aber die... Habe ich Mauscursor? Ja. Die Stollen sind hier drüben auf der anderen Seite, also da, wo Shakyo war, bloß auf der anderen Seite dieser Öffnung hier im Felsen. Die sind weg vom Dorf und die stellen keine Wachen dort ab. Dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn die Nomaden einfach hingehen und die Leute rausklauen, ne? So, erstmal hier unten noch. Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwe. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Da fällt mir gerade noch ein. Ja, Mars ist ja jetzt der neue Hüter des Druidensteins geworden, sozusagen. Nachdem Shakyor bloß so eine Zwischenstation war und der letzte Hüter, der Druide, der Shakyor da mit begleitet hat, irgendwie verschwunden ist. Mir fällt gerade noch ein, dieser Druide, den habe ich einfach mal zu einer Druidin gemacht und ich weiß noch nicht, ob ich den habe leben lassen oder nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass aus der Not heraus der Stein wahrscheinlich versteckt werden musste oder so und der deswegen bei Shakyo gelandet ist. So viel sage ich schon mal dazu, was ich mir so überlegt habe. Muss ich mir noch genau überlegen, wie ich mir das ausdenke so mit dieser Geschichte da. Aber er musste irgendwie versteckt werden höchstwahrscheinlich, weil die gesamte Zukunft der Art daran hängt. Also es ist nämlich so, wenn dieser Stein jetzt gefunden würde, der Löwenstein, von einem anderen Druiden zum Beispiel, und der Tiergeist dann die Kraft aus dem Löwenstein absorbiert, die magische Kraft, und der Stein dann vollkommen kraftlos ist, dann sterben sämtliche Löwen aus. Und je stärker halt ein Tiergeist ist, desto stärker ist seine Art in der Welt. Und deswegen müssen die Steine eben beschützt werden, weil man im Prinzip verantwortlich für eine gesamte Tierart ist. So, Entschuldigung. Weiß nicht, ob man das gehört hat. So, machen wir mal weiter. Was soll mit Shakyo geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Nein, tut mir leid, das wird nicht möglich sein. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Dieser Rasul muss es wirklich drauf haben mit dem Sumpfkraut. So, übrigens, wir gucken mal kurz in die Hütte rein, ne? Also schick gehalten wie immer im Prinzip. Ich mag auch diese kleinen Schränkchen hier, die sind so, also ich mag diesen Stil irgendwie davon. Das ist ja so marokkanisch angehaucht, so in der Art, so ein bisschen. Nach Marokko würde ich übrigens auch mal unglaublich gerne reisen und mir die Ecke anschauen. Wie zur Hölle kommt der Hirschkopf hierher? Der ist deplatziert.
sowas von deplatziert. Der passt überhaupt nicht rein. Na gut, egal. Machen wir mal weiter. Da unten ist bloß ein normaler Assassine. So, Sumpfkraut können wir klauen, weil das kein Klauen, sondern Abbauen ist. Und die abweisende Wache, mit der können wir reden. Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Ich will's aber wissen. Ich? Nein. Aber? Auf keinen Fall. Gut, finde heraus, wer der Gefangene ist. Vielleicht können wir hier durchs Fensterchen gucken. Und wir sehen es schon an der Robe. Es ist ein Wassermagier. Für alle, die Gothic 3 nicht gespielt haben, ich verrat's jetzt noch nicht, wer es ist. Aber es ist jemand, den man aus den ersten beiden Teilen kennt. Und wir reden nochmal kurz mit Fabio, weil wir den ja fragen könnten, wer das ist. Du hast einen Gefangenen. Genau. Ich habe einen Gefangenen. Und solange ich den Schlüssel habe, wird niemand mit ihm sprechen. Wer ist der Gefangene? Er ist ein großes Risiko. Und nein, ich werde dir nicht sagen, wer mein Gefangener ist. Das wissen eh schon zu viele. Nun frag mich nicht weiter nach Dingen, die dich nichts angehen. Wie gut, dass ja alle bekifft sind in diesem Dorf. Irgendeiner wird's uns schon unvorsichtigerweise verraten, denke ich mal. So, dann jetzt aber mal weitergemacht hier. Gut, hier drüben ist ansonsten nichts mehr. Da unten ist ein kleiner Steg. Das wäre übrigens noch die logischste Stelle, wo man eine Werft bauen könnte in diesem Dorf. Hier vorne am Steg. Denn, hier sei mal dazu gesagt, wenn wir eine höhere Sichtweite jetzt hätten, gucken wir nach Norden, ja. Da im Norden ist Myrtana. Hier, wenn wir so rüber gucken, hier ist bloß so eine kleine, so ein kleiner Meerbusen dazwischen. Hier drüben würden wir direkt nach Myrtana kommen. Und hier vorne ist Kap Dun. Das ist nämlich die Möglichkeit, schlechthin direkt am Anfang ein paar Erfahrungspunkte zu machen. Man kann nach Kap Dun gehen. Also erstmal konnte man ja, in Ardea hat man ja Lester getroffen damals am Anfang. Wenn man den verprügelt hat, hat man direkt einen Gegenstand gekriegt, der einem 2500 Erfahrungspunkte, glaube ich, gibt. Und wenn man dann von Kap Dun hier rüberschwimmt, kriegt man direkt nochmal Erfahrungspunkte dafür, dass man Varant erreicht hat. Und ich glaube, in Bakaresh konnte man dann nochmal ziemlich schnell an weitere Erfahrungen kommen. Geht uns aber nichts an. Wir wollen alles den Regeln gerecht sozusagen machen, der Story gerecht. Und deswegen werden wir jetzt mal hier weitermachen in Lago und werden erstmal mit Razul reden, dem wir aber vorher mal die gesamte Sumpfkrauternte hier wegklauen. Wobei, nee, die gesamte vielleicht nicht gerade, wenn wir uns das hier hinten angucken, ist der ganze Garten voll damit. Reden wir erstmal mit dem Kerl. Was baust du hier an? Na, was wohl? Sumpfkraut, Mann. Reines, feines Sumpfkraut. Hier, nimm mal eine Kostprobe. Ich verkaufe auch Pakete. Das Zeug ist begehrt. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ja, eine sehr seltsame Gestalt. Eine sehr interessante Frage, die sich hier stellt. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. So wurde es bisher auch immer gehandelt. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Blutfliegen. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. Ich hasse Blutfliegen. Du verstehst was von Pflanzen. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Und jetzt können wir bei ihm lernen. Natürlich, es ist ja so unglaublich weit bis nach Ben Erai, dass wir nicht bei Eusebio lernen könnten. Gut, interessiert uns nicht die Alchemie, wir machen hier weiter. Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, hey! Die haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanzen getrampelt. Penner! Ja, ich mag den Kerl irgendwie. Okay, kann man verstehen, er hat sich drüber aufgeregt, dass seine Pflanzen kaputt gemacht wurden. Penner! Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir Lago befreien, ob Razul dann noch hier bleibt oder nicht. Können wir später mal ausprobieren, wenn wir Lago dann befreien wollen. Mache ich jetzt aber erstmal nicht.
Denn das Problem ist, wenn man zu viele Städte auf einmal befreit, dann werden die misstrauisch mit der Zeit. Und dann kann es passieren, wenn man zu viele befreit hat, dass dann in sämtlichen Assassinenstädten die Leute auf einen losgehen. Das muss nicht unbedingt jetzt sein. Ich kann mich einmal um die Blutfliegen kümmern. Mann, ich hab's nicht gewagt, dich danach zu fragen. Aber weißt du was? Ich lasse ein Paket Original Lago Sumpfkraut springen, wenn du die Biester vertreibst. Hey, wer für mich arbeitet, der soll auch genießen. Hier, rauch mal einen und lass dir Zeit. Die Biester fliegen nicht von alleine weg. Leider. Ich mag die Arbeitsmentalität hier in Lago. Weißt du etwas über den Gefangenen? Hey Mann, das ist aber eine ganz unentspannte Frage. Also, was weißt du? Ich weiß nur, dass Fabio keinen Ärger will. Deshalb will er nicht, dass darüber gequatscht wird. Du weißt also nichts? Hey Mann, was glaubst du? Ich bin hier der Gärtner, nicht der Folterknecht. Zeig mir deine Ware. Wir gucken mal kurz, was der Kerl so hat. Okay, wir erfahren von ihm nichts und er hat auch nichts wirklich bei sich. Gut, dann klauen wir noch mal ein bisschen weiter Sumpfkraut hier. Ich habe keinen Bock, gegen Blutfliegen zu kämpfen, ehrlich gesagt. Aber gut, muss ja sein, offenbar. Wir werden das schon hinkriegen, hoffe ich mal. Nein, ich will auch nicht mit dir reden. Ach, dieses Fokus-System ist auch manchmal ein bisschen komisch. Gut, hinten das Eingezäunte lasse ich ihm mal. Aber wir sammeln mal alles, was hier so ist. Und da ist Mamuk, den müssen wir jetzt sowieso gleich herausfordern. Der ist ja immer zugekifft und will wahrscheinlich auch nicht kämpfen. Und den Ork heben wir uns zu später auf. Der ist übrigens dran schuld, dass es hier eine Arena gibt. So, ist denn Mamuk? Mamuk? Hat er sich wieder schlafen gelegt? Mamuk? Nee. Wo ist der jetzt hin? Der war doch gerade noch da und hat ich bin auch blöd. Er genießt die Aussicht auf die Grube. Und säuft. Natürlich. Kiffen und saufen. Was? Und was ist los? Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Weißt du, wer der Gefangene ist? Wer? Ich? Nein. Ich weiß nichts. Ach klar, komm schon. Spuck den Namen des Gefangenen aus, sonst gibt's was aufs Maul. Du kannst mich verprügeln, aber du kannst mich nicht zwingen. Sicher? Hey, ich bin Arena-Kämpfer. Ich bin so oft verprügelt worden. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Aber du kannst dir deine tolle Drohung in deinen tollen Arsch stecken. Arschloch! Komm schon, ich sag's auch nicht weiter. Hey Mann, ich rauch vielleicht zu viel, aber ich bin nicht blöd. Was verlangst du für den Namen? Weißt du, es gibt nichts, dass du... Warte mal, Fabio wollte doch irgendwas von mir. Was war das noch? Weniger rauchen? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich sollte mich um die Lurker an der Küste kümmern. Also bring mir ein paar Lurker heute und Klauen, sagen wir, jeweils 10 Stück. Die kann ich dann Fabio zeigen und du kriegst den Namen. Alles klar? Wunderbare Idee, finde ich gut. Und gut, dass wir das ganze Krallen und Zähne ausnehmen Zeug gelernt haben bei Diego. Wo finde ich die Lurker? An der Küste. Geh einfach ein Stück die Küste entlang. Da gibt es echt viele von den Viechern. Ach, noch eins. Bring mir die Trophäen alle auf einmal. Sonst vergesse ich bestimmt, wie viel du mir schon gegeben hast. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Okay, na los, was können wir denn machen? Wenn du gewinnst, kriegst du einen Stängel, das wäre eine Möglichkeit. Oder hier, das finde ich auch gut. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Na los, Mamuk, ich spring gleich mal und kürz ab. So, schon mal Waffe ziehen. Und speichern. Das Gute ist, man kann sich dadurch erstmal vorbereiten. Und der Gegner muss erstmal rangelatscht kommen, wenn man hier immer schön abkürzen kann in die Grube rein. Zeig mir, so, was du kannst. Und los geht's. Ja, ja. So. Wo ist mein Schild? Ich habe kein Schild. Was ist das für ein Mist? Kann mir mal jemand sagen, wo mein Schild ist? Verdammter Sack. Shit.
Na toll, ohne Schild ist das mies hier. Okay, Stärke ist hochgegangen und unser Ruf in Lago auch. Und wir nehmen dem erstmal die kleinen Messerchen ab. Warum habe ich denn kein Schild ausgerüstet? Was ist das denn? Ja, mach mal hier. Okay, den können wir nicht. Schade. Okay, jetzt ist er aber wieder... Ja, sehr schön. So ein Trottel. Cool.